Hallo zusammen, heute gibt es von mir ein schönes, entspanntes Video. Ich stretch mich jetzt gemeinsam mit euch aus. Dafür platzieren wir uns erstmal hüftbreit. Deine Knie sind ganz leicht gebeugt. Wir atmen tief ein, bringen die Arme hoch nach oben und jetzt greifen wir nach den Sternen so richtig schön über die Seite, sodass wir einen schönen Flankenstretch hinbekommen. Mach dich richtig lang, zieh die einzelnen Wirbel in die Länge. Yes! Genieß diese Länge. Mach das alles in deinem Tempo. Du musst das gar nicht in meiner Geschwindigkeit machen. Schau mal, was sich jetzt für dich gut anfühlt. Noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Wir bringen beide Arme ganz hoch nach oben, umgreifen unsere Hände, drehen die Handfläche hoch zum Himmel, lass deine Beinchen leicht gebeugt und zieh dich jetzt einmal zur rechten Seite. Schau mal, dass deine linke Schulter weit unten ist, sodass dein Brustkorb geöffnet ist und versuch mal, die Arme wirklich lang gestreckt zu lassen. Fühl den Stretch auch hier in der Flanke. Tief einatmen und vielleicht schaffst du es beim Ausatmen, dich noch mehr in die Seite fallen zu lassen. Wir halten diese Übung für ein paar Sekunden. Atme tief ein. Und beim Ausatmen kommen wir zur Mitte und zur anderen Seite. Lass die Arme lang, bring jetzt die rechte Schulter weiter nach hinten. Sorg dafür, dass dein Brustkorb weit geöffnet ist. Wir sind ganz stolz in der Brust, wir sind geöffnet in der Brust. Lass die Arme lang, atme tief ein. Versuch dich noch ein bisschen mehr über die Seite zu bringen, den Stretch noch ein bisschen zu vergrößern. Wir atmen gemeinsam tief ein. Und beim Ausatmen kommen wir lang nach oben. Lass die Arme einmal ganz entspannt zum Körper zurückfallen. Locker dich gerne einmal aus. Sehr schön. Leg dein Kinn auf deinen Brustkorb und roll dich Wirbel für Wirbel ab nach unten. Lass deine Schulter nach vorne fallen. Wenn du unten angekommen bist, nickst du, als würdest du ein Ja sagen wollen. Und wer auch Ja sagen kann, der kann auch Nein sagen. Wir schwingen uns von der linken zur rechten Ferse. Lass den Kopf ganz locker. Perfekt. Wir treffen uns in der Mitte. Platziere deine Hände gerne auf dem Boden. Lauf langsam und entspannt nach vorne in deine Planke. Und wenn du hier angekommen bist, schiebst die Hüfte nach oben, bringst die Ferse nach unten. Genieß diese wunderschöne Pike-Position. Fühl den Stretch in deiner Wade. Atme tief ein. Und beim Ausatmen kommen wir langsam Wirbel für Wirbel zurück in die Plankenposition. Atme tief ein, leg dich einmal auf deinen Bauch ab. Komm mit deinem Popo auf deine Ferse. Komm in deine Child's Pose, streck die Arme, leg deinen Kopf ab und entspann dich. Fühl einmal nach, was dir dein Herz sagt, was dir deine innere Stimme sagt. Wir atmen gemeinsam tief ein. Und beim Ausatmen rollen wir uns langsam Wirbel für Wirbel auf nach oben. Im Sitz angekommen, kreisen wir die Schultern. Lass die Schultern hinten unten, bring beide Arme lang nach oben, bring deine rechte Seite tief, beug dich über die rechte Seite. Atme tief ein und wir wechseln. Komm langsam wieder zurück in deine Ausgangsposition. Wir atmen gemeinsam tief ein. Bring deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Bedank dich bei dir selber für diese kleine, schöne Einheit.
Sei dankbar dafür, dass du dich so bewegen kannst, wie du es gerade getan hast, dass du das fühlen kannst, was du gerade gefühlt hast. Namaste. Wenn du Lust hast auf weitere Workouts von mir, dann kannst du jetzt einmal meine Playlist durchstöbern. Da findest du ganz tolle Inspirationen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk dem Video gerne einen Like. Wenn du Wünsche hast fürs nächste Workout, schreib mir das gerne in die Kommentare. Und damit du niemals mehr ein Workout verpasst, schenk uns ein Abo und aktiviere deine Glocke.